Beunruhigende Nachrichten von Pavel Travnicek. Der Schauspieler wurde am Sonntag mit Atembeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Freunde, habt einen schönen Advent. Ach ja, und denkt an meinen Ehemann. Danke an die Rettungskräfte für ihr schnelles Eintreffen. Jetzt ist er in den Händen der Ärzte, schrieb seine Frau Monika Travnicekova bei Facebook. Wie schlecht steht es wirklich um den drei Haselnüsse für Aschenbrödel-Star? Inzwischen konnte seine Frau leichte Entwarnung geben und versichert bei Facebook, es geht ihm schon etwas besser. Pavel Travnicek scheint sich also langsam zu erholen. Bleibt zu hoffen, dass er pünktlich zu Weihnachten wieder nach Hause gehen und bei seiner Familie sein kann. Gesundheit können wir nicht kaufen, passt auf euch auf, so Monika bei Facebook an Pavels Fans.